wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Das kennt man aus dem Gefängnisjargon, wo eben Häftlinge, wenn sie sich gut benehmen, was früher aus dem Gefängnis kommen, siehe Boris Becker. Aber das gilt auch für Führungskräfte in ihrem Unternehmen, die neu kommen, was natürlich nicht so schön ist, wenn die früher gehen. Und warum das so ist, das erkläre ich Ihnen gleich in diesem Video. Bleiben Sie dran. Den Spruch kennt jeder, wegen guter Führung vorzeitig entlassen, ne? Kennt man ja aus dem Gefängnis. Wollen wir natürlich alle nicht hin, darum geht es jetzt auch nicht, aber den Spruch fand ich sehr passend für das Thema, was ich heute hier mit Ihnen besprechen will, weil ich es auch am eigenen Leibe erlebt habe und dann noch qualifizierter als sonst drüber reden kann, ist neue Führungskräfte einstellen und integrieren. Das ist nochmal eine Stufe schwieriger und anspruchsvoller als normalen Facharbeiter oder Facharbeiterin im Unternehmen einzugliedern. Das funktioniert meistens ganz gut mit dem einfachen Onboarding-Prozess. Da habe ich auch Tipps für Sie, habe ich in einem anderen Video schon drüber gesprochen. Wenn Sie da Tipps brauchen, melden Sie sich. Sondern Führungskräfte ist viel, viel anspruchsvoller und schwieriger zu integrieren, weil da natürlich ein viel größerer Fokus drauf ist. Na, wenn Sie jetzt Geschäftsführer sind von einem mittelständischen Bauunternehmen oder einem Ingenieurbüro und Sie stellen jetzt nur einen Geschäftsführer ein oder einen Abteilungsleiter, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, als wenn Sie jetzt einen Anlagenmechaniker, Facharbeiter, Stahlbetonbauer, Maler einstellen, je nachdem, was für ein Gewerk Sie machen. Oder selbst ein Fachingenieur oder ein Bauleiter. Also, eine Führungskraft hat eine ganz andere Stellung im Betrieb und wird ganz anders wahrgenommen und hat es auch viel, viel schwieriger in einem neuen Betrieb. Also jetzt gar nicht, weil sie fachlich nicht passt, sondern weil die menschliche und soziale Komponente viel, viel stärker ins Gewicht fällt. Wenn Sie jetzt in der Kolonne einen Stinkstiefel haben, der vielleicht ein bisschen rumnervt, aber super seine Arbeit macht und sonst keinem auf die Nerven geht, außer jetzt seinen direkten Kollegen, um die den dabei alleine lassen können und der dann seinen Job macht, dann stört das ja keinen. Dann haben Sie einen guten Mitarbeiter, der vielleicht ein bisschen muffelig ist, aber das wirkt ja keine, gibt ja keine großen Ausschläge im Unternehmen. Wenn Sie aber eine Führungskraft haben, wo das der Fall ist, dann haben Sie Probleme. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass wenn Sie eine neue Führungskraft einstellen, Sie da extrem darauf achten, dass erstens diese Führungskraft schon vorher in einer ähnlichen Firmenkultur war, wie Sie es sind. Also wenn Sie jetzt ein Bauunternehmen sind, dass er vorher auch in einem Bauunternehmen war, wenn Sie in einem Ingenieurbüro sind, dass er vorher auch in einem Ingenieurbüro war, wenn Sie ein Projektentwickler sind, dass er vorher auch in der Projektentwicklung war. Dieses Wechseln zwischen diesen einzelnen Elementen bei uns aus der Baubranche ist sehr, sehr schwierig, weil jedes hat eine eigene Kultur. Ein Handwerker hat eine andere Kultur als ein Projektentwickler. Ein Architekt hat eine andere Kultur als ein Bauunternehmen. Das ist einfach so. Ne, und da muss man sehr, sehr intensiv sich mit beschäftigen, wenn es dann halt so ist, dass der vielleicht gut passt, dass Sie sagen, der hat fachlich genau das, was ich brauche, kommt aber aus einem Ingenieurbüro, ich bin aber ein Bauunternehmen, egal, den stelle ich jetzt ein. Ne, dann ist es enorm wichtig, dass Sie sich nicht um das Fachliche am Anfang kümmern, sondern um die kulturelle Integration. Ich selber habe da auch meine Erfahrung gemacht. Ich bin mal von einem Bauunternehmen zu einem Projektentwickler gewechselt und hatte da eben die Bauabteilung zu beaufsichtigen. Hat auch sehr gut fachlich funktioniert, aber menschlich halt nicht. Vor allen Dingen nicht mit meinem Chef damals. Ne, der war halt ganz anders als ich die Chefs, die ich kannte, die halt eben Arbeitstiere waren, sondern der war halt, der kam halt so um 10 oder 11 ins Büro, hat ein bisschen was erzählt, war dann wieder weg, war nie ansprechbar und hat Sachen erwartet, die er nicht kommuniziert hat. Das kannte ich nicht. Ne? Ich kannte halt nur Chefs oder Inhaber als Führungskraft, die klare Vorgaben hatten, die immer da waren, weil sie sich auch sehr mit ihrem Unternehmen identifiziert haben und da hatte ich einfach einen besseren Draht zu und konnte auch viel besser arbeiten als jetzt bei so einem Projektentwickler. Aber das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, wenn Sie sich dann eben eine neue Führungskraft holen, gucken Sie vorher extrem drauf, dass die Führungskraft in einer ähnlichen Kultur vorher schon war, wie Sie sie haben. Das kann man ja kommunizieren, prüfen.
Und die Leute sollten auch nicht nur wegen Geld wechseln wollen, weil das hält nicht lange. Das hat bei mir auch nicht lange gehalten. Ich war da, ich glaube, nicht mal ein Jahr und bin dann wieder gewechselt zu einer anderen Baufirma für weniger Geld, wo ich aber viel glücklicher war, weil einfach die Kultur besser passte. Also das ist ein extrem wichtiger Faktor, den viele, viele, viele unterschätzen. Die denken einfach nur, okay, wenn der fachlich in Ordnung ist, dann nehme ich den. Alles andere bringen wir dem schon bei. Und das ist schwieriger, als man denkt. Also ab und zu kann es funktionieren, aber in der Regel empfehle ich immer, gucken Sie, dass die Führungskraft aus einem ähnlichen Umfeld kommt, wie Sie es haben. Also wenn es ein Inhaber, wenn Sie inhabergeführtes Unternehmen sind, dass er auch aus einem inhabergeführten Unternehmen kommt. Wenn Sie eine Baufirma sind, dass er auch aus einer Baufirma kam oder Sie natürlich. Mehr Frauen in Führungspositionen sollten da sowieso für sorgen. Aber egal ob Mann oder Frau, wichtig ist, aus einem ähnlichen Umfeld kommen. Und wenn es da halt nicht so ist, extrem eng begleiten, vielleicht sogar noch einen externen Berater mit einschalten, dass so ein Prozess auch begleitet wird und die Leute dann auch wirklich ankommen. Weil die kosten ja meistens richtig Geld. Oft kommen die auch über einen Headhunter. Und dann wollen sie auch, dass die bleiben. Und zwar länger als nur ein Jahr, weil das ist schon wichtig für ein Unternehmen, dass man gute Führungskräfte hat. Also, Führungskräfte einstellen, auf jeden Fall brauchen sie, gerade wenn sie als Unternehmen wachsen wollen oder sich selber als Geschäftsführer ein bisschen rausziehen wollen. Aber extrem darauf achten, dass die kulturell passen. Viel wichtiger als fachlich. Fachlich kann man immer lernen. Aber was das Kulturelle beziehungsweise eben das Touch and Feel angeht, wie man heute neudeutsch schön sagt, das ist das Entscheidende, das muss passen. Und am besten machen sie es auch so, dass sie ihre anderen Führungskräfte mit einbeziehen in die Auswahl der Kandidaten und dann erst entscheiden, passt der ins Team oder nicht. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Video. Ihr Marco Mirosic. Ciao.